Jo Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin mittlerweile gewechselt von dem, von dem Redskin Patch. Da war ein DirectX 8 zu DirectX 9 Wrapper. Ich habe jetzt wieder DG Voodoo reingeschmissen. Ja, das war ja für Widescreen ein Patch, der mehrere Patches enthielt und hatte dann, ja, ihr seht ja mein Fadenkreuz sicherlich, ne? Da waren hier so merkwürdige weiße Striche drin. Da hat dann wahrscheinlich irgendwas dahinter, Konturen irgendwie was veranstaltet und, ja. Habe ich erst nicht gesehen und ist mir jetzt aber aufgefallen, sieht man auch im letzten Video von mir zum Max Payne hier. Zum Schluss halt sieht man das hier eben. Vielleicht war es tatsächlich auch nur hier, aber ja, wie auch immer. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Von hier kamen wir ja, ne? Ja, es immer so ist, mit älteren Spielen auf einem aktuellen Windows ist, oder auf einem aktuelleren Windows, dann ist das immer so eine Sache für sich alles. Gucken hier. Ja, moin. Boah, hat er mir einen mitgegeben, ey. Naja, wir haben ja genug Painkiller. Noch glücklicherweise. Okay. Ich möchte aber gerne wissen, was da in der Ecke ist, also muss ich mal so machen. Ja. Ein bisschen Munition und so. Für diesen Granatwerfer, glaube ich, ne? Das ist die M. Ja, genau. Okay. So. Oh, dann wollen wir mal gucken hier. Guten Tag. Ja, was los, ja? Ja, wir schienen einfach nicht, ne? Aber hier. Boah, was frisst der denn alles? Ich glaube, jetzt habe ich eine Schreien gehört. Jawohl, ja. Painkiller wieder alle weg hier, haben ordentlich gelitten. Okay, hier kann jetzt also keiner kommen. Ich probiere jetzt übrigens mit anderen Settings nochmal gerade Fast Sync, das scheint aber auch zu funktionieren. Weil ich halt dieselbe Geschwindigkeit behalten möchte, wie ich vorher hatte, immer mit 120 FPS, so fühlt sich das irgendwie richtig an. Was mit Frame Limit auf 59 halt nicht gehen würde, ne? So. Guten Tag. Auf dem Schreibtisch lag eine Videokassette. Gucken wir mal hier. Mit Erpressung hatte Nicole Horn den inneren Kreis zum Schweigen gebracht. Das Band kam zusammen mit einer knappen Erpressermitteilung auf teurem Papier. Ich erinnerte mich an Candy Dawn, die ihre Kunden beim Sex filmte und die Bänder an den Meistbietenden verkaufte. Ich war sicher, dass Alfred Wooden mehr zu bieten hatte als nur bizarren Sex. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Band mir noch von Nutzen sein könnte. Okay. Und jetzt geht ja gleich die Post ab, oder? Irgendwas öffnen hier oder sowas? Hört ihr auch nicht? Okay. Wooden hatte mir ein Geschenk hinterlassen. Ein Schränkchen, was hier aufgeht. Anscheinend nicht, ne? Okay. Wooden hatte meine Mission genau geplant. Die kritischen Bereiche im Hauptquartier der Acer Corporation waren auf den Plänen rot umrandet. Das Büro der Präsidentin lag im obersten Stockwerk, direkt unterhalb ihrer Penthouse-Suite. Die Aufzüge wurden von einem Sicherheitscomputer gesteuert, ein Teil des Zentralcomputers des Gebäudes. Das Ganze war hermetisch abgeschirmt wie eine Festung. Storytime.
Na gut. Muss auch sein. Hört hier halt mit dazu. Ne, die Schränke hier, die gehen nicht auf oder so. Das ist auch der hier, okay. Da gab es ein bisschen Munition. Ein bisschen Munition. Mal gucken, ob wir einen anderen Schrank vielleicht doch auch noch öffnen können hier. Schublade oder so. Ne, den hier vielleicht auch. Nee. Der hier? Nee. Okay. Sonst war ja hier nichts, ne? Naja, gut. Storytime. Der Siegeszug der Acer Corporation ist durch nichts aufzuhalten. Kaum zu glauben, die Aktien steigen noch immer. Experten sehen eine Gefahr in dem Erfolg des Unternehmens. Einige behaupten sogar, dass die Acer Corporation ein größeres Monopol werde, als Microsoft es jemals gewesen sei. Aha. Größer als Microsoft? Wow. Krass. Aber es wird hier auch schon goldrichtig Monopol genannt. Okay. Cool. Guten Tag. Er kommt. Okay. Hit. Ach ja, genau, ey. Jetzt killt er mich hier natürlich, ne? Gibt's ja nicht. Da bin ich mal in Ruhe die Waffe wechseln, Mann. Yeah. Pain Action. Excellence, ja. Mucke ist auch geil, ne? Soundtrack ist echt gut. Du bist weg, Kumpel. So, da ist eine Tür. Wollte schon gerade sagen. Ein bisschen mit Granaten spielen hier. Wow. Los, los, los! Keine Gnade! Oh. Okay, dann kommt mal ran hier. Doch nicht. Okay, dann hier Granatwerfer. Gleich. Bewegt euch! Geil! Legt euch nicht mit mir an. So einfach ist das, Freunde. Oh, warte mal, das kann ich auch. Geil. Okay, ich muss also hier durch. Achso, ich habe nicht so viel Munition. Okay. Schade. Hätte lustig werden können. So, One und One Granatwerfer. Warum nicht, ne? Oh, den habe ich ziemlich gut getroffen. Wie mir scheint. Ja, die Hütte ist zu. Muss also irgendwie anscheinend da runter, eventuell, ne?
Gibt's erstmal Munition und so. Kann auch nichts öffnen, ne? Okay. Sollte ich da nun runterspringen oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Bin überhaupt irgendwie ziemlich blind unterwegs hier. Also Treppenhaus, Treppe runter, wa? Das könnte sein, ne? Muss ich wohl nochmal zurück? Das beste Filmende aller Zeiten, das ist beim Butch City und Sundance. So läuft's wohl. Was ist hier? Ach du Scheiße. Das war keine so gute Idee. Geht deine Alarmanlage nämlich an. Schreckliche Zombie-Dämonen aus dem All ertrinken im Blut war verdammt. Verdammt, was zum... Dann wohl erledigt. Junge, 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 geht die Post ab hier. Schade, dass die Jackhammer keine Munition so viel hat hier. Dann schmeiß ich dir gleich eine Granate hinterher. Das sage ich dir. Da treffe ich natürlich nicht. Super. Machen wir das so. Jau. Da irgendwie auch noch hin. Oder war ich da eventuell sogar schon? Na, mal gucken. Vielleicht reißt es das aber auch auf, wenn ich da jetzt hier das da frei baller. Abschießen ist auch nicht, ne? Tja, nun. Die Basic mal wieder einsetzen, ja. Na gut, da ist nichts drin. Nehme ich mal an. Ja, dann haben wir das auch. Ich hatte von Rache geträumt. Diese Träume waren immer Albträume. Vom Näherkommen und dann Fallen. Jetzt war ich nahe dran. Ich hatte einen Namen, der mich führen konnte. Nicole Horn. Das sieht ja interessant aus. Aber Freunde, das machen wir dann in der nächsten Folge. Definitiv in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann, wenn es wieder heißt Max Payne.